Seid gegrüßt zu unserer heutigen Sendung Märkte und Trends Teil 1 hier beim Aktionär. Ich begrüße bei mir im Studio Andreas. Hallo Andreas. Grüß dich, lieber Boris. Grüßt euch. Wir haben als heutiges Thema der Sendung: Trotz Rücksetzer, diese US-Aktien sind jetzt interessant. Wir werden kurz einen Blick auf die Nasdaq 100 werfen, aber dann auch gezielt auf die Alphabet schauen und auf die Walt Disney. Andreas, lass uns doch direkt mal mit der Nasdaq 100 anfangen. Dort hat es ja natürlich einiges an Entwicklungen gegeben. Wie siehst du das denn jetzt zurzeit? Ja, wir sehen ja, dass die Nasdaq hier bei uns auf dem Monitor momentan dabei ist, so ein bisschen in Konsolidierung zu gehen. Zumindest hat sich es gestern getan und es setzt sich ja heute fort. Hat sich allerdings auch schon in den letzten Tagen des März angedeutet, dass es da erstmal so wohl bei 18.500 ein bisschen Ruhe einkehrt. Jetzt haben wir gestern und heute fortgesetzt ein bisschen Konsolidierung. Kann durchaus sein, dass das sich jetzt über den April zieht. Wir haben ja, was die Zinsgeschichte angeht, erstmal Ruhe bis Ende des Monats. Das heißt also, dem Tür und Tor der Spekulation geöffnet. Die Verunsicherung ist jetzt durch die Datenlage natürlich gegeben, weil viele von den Notenbankregierern auch in Europa sagen, wir brauchen mehr Daten, wir brauchen mehr Daten. Nun, wenn sie mehr Daten brauchen, als die sie haben, bedeutet das, dass sie sich selber nicht unbedingt um ihren Kurs sicher sind. Zumindest wollen sie es so verkommunizieren. So kommt es auch erstmal im Markt an. Der wird natürlich auch etwas unsicherer, was die Zinssenkungsfantasie angeht, die ja bisher der große Treibstoff seit November für die Aktienmärkte ist. Es ist auch normal, dass wir zwischen November und März eben stärkere Anstiege sehen oder Trendwenden sehen, die dann in April, Mai meistens nochmal überdacht werden sozusagen. Und da geht es jetzt auch nur um die Trendwende im Aktienmarkt und nicht um die Trendwende im in der Zinspolitik. Das heißt also, möglicherweise wird mal ein bisschen Luft abgelassen. Das ist für die institutionellen Anleger auch unbedingt notwendig, weil wenn die ein gutes Jahr 2024 haben wollen, müssen sie natürlich auch frühzeitig sehr starke Gewinne sichern. Das machen sie auch. Sie kaufen natürlich dieselben Werte, die sie jetzt verkaufen, auch bei Schwäche wieder nach. Aber die gehen natürlich da so ein bisschen strukturiert vor und bleiben jetzt in nicht allen in der kompletten Portfolio-Investition drin, sondern nehmen immer ein bisschen Karten vom Tisch. Natürlich bedeutet das nicht, dass sie in Einzelwerten dann komplett rausgehen. Aber da, wo es besonders stark an Gewinnen ein Plus gegeben hat, da sind sie natürlich dann schon sehr aufmerksam und sichern sich erstmal vor allem fürs erste Halbjahr Gewinne, damit sie auch in der Bilanz sagen können, okay, wenn da einer mal nachfragt, warum habt ihr denn nicht verkauft, haben wir, seht ihr ja. In dem Zusammenhang hast du dir die Alphabet mit ausgesucht gehabt, um dort mal einen intensiveren Blick drauf zu werfen. Nach einem neuen Allzeithoch, wie geht es denn dort weiter und was sind dann auch deine Ideen konkret dahinter? Also ich habe mir die Alphabet deshalb ausgesucht, weil wir erstens mal, wir haben diese Aktie ja auch schon hier gehandelt, waren auch sehr begeistert eigentlich von den Trades, die wir hier so gemacht haben mit der Alphabet-Aktie. Und man mag es gar nicht glauben, aber eigentlich ist sie eine relativ konservative Aktie. Und wenn man sich die Alphabet-Aktie mal insgesamt zum Markt anschaut, sieht man auch, dass sie ja kein überzogenes Kursniveau hat, dass sie nicht extrem stark gestiegen ist, dass auch immer schöne Konsolidierungsphasen in der Aktie drin sind. Wenn wir das natürlich jetzt mit anderen Aktien vergleichen aus der KI-Branche, wo viel, viel heiße Luft reingeflossen ist, dann ist da natürlich gemessen an der jetzt gerade angesprochenen Konsolidierungstendenz in der Nasdaq und auch überhaupt an den US-Märkten hier noch Platz nach oben. Das heißt, die Aktie hat relativ eine gute Performance, aber eben keine überzogene Performance. Sie hat auch sehr viel Fantasie. Die rührt sich übrigens natürlich auch sehr stark von den erhöhten Werbeeinnahmen her, für Alphabet sehr wichtig, immer noch das Brot- und Buttergeschäft sind, auch wenn natürlich andere Geschäftsbereiche hier mehr und mehr mit einfließen. Aber für Alphabet ist das natürlich sehr wichtig und wir wissen ja, dass wir dieses Jahr diesen US-Präsidentschaftswahlkampf haben, der relativ früh entschieden ist. Das heißt also, wir haben relativ früh beide feststehenden Kandidaten. Das haben wir eigentlich sonst im Mai oder Juni. Mit anderen Worten, die Budgets, die jetzt aufeinander geschossen werden von Demokraten und Republikanern und die Side-Effects, die es dazu natürlich auch gibt, die kommen natürlich gerade diesen Unternehmen im Online-Bereich zugute, insbesondere Alphabet. Das heißt, die können sogar besser performen dieses Jahr, was die Werbeeinnahmen angeht, als andere, gerade weil sie ein großer Marktplayer sind.
Und das macht die Aktie natürlich interessant und auch in einer gewissen Weise resistent gegenüber anderen Werten aus dem Bereich. Dann werden wir natürlich Zahlen bekommen am 23. April, die wir wahrscheinlich wieder in einer Art von Pulverisierung sehen. Wir haben jetzt die letzten Zahlen, bei den letzten beiden Quartalsberichten deutlich nachgebende Kurse in der Aktie gehabt. Und ich glaube, dass die Prognose diesmal besser ausfallen wird und auch die Erwartungshaltung nicht mehr so hoch sein wird, weil wir eben auch nicht mehr so stark steigende Kurse gehabt haben. Wenn wir uns den letzten Quartalsbericht anschauen, da waren wir auf dem Niveau, auf dem wir jetzt sind. Das heißt, wir haben nur sozusagen das Loch vom letzten Mal wettgemacht sozusagen. Das haben wir beim letzten Quartalsbericht und davor auch nicht gehabt. Da hatten wir steigende Kurse im Vergleich zu den vorherigen Quartalsberichten. Also die Erwartungshaltung ist geringer. Das heißt, die Gefahr eines großen Rückschlags ist damit geringer. Die Aussichten sind, wie ich sie gerade dargestellt habe, besser. Und dann kommt natürlich dazu, dass die Aktie auch so ein bisschen mittlerweile von anderen Effekten profitiert, wie zum Beispiel von der Gemini-Software, die Apple wohl aufspielen möchte auf sein neues iPhone. Es gibt aber natürlich Risiken, die sollte man auch natürlich benennen, wie zum Beispiel die Kartellprozesse, die Brüssel jetzt plant, ist auch durchaus immer noch in Amerika einigermaßen laufen. Das sind aber keine Geschichten, die die Aktie jetzt kurzfristig ins Wanken bringen sollte, weil das sind langwierige juristische Auseinandersetzungen gegen die Alphabet im Prinzip aus meiner Sicht auch bisher zumindest ganz gut gewappnet ist. Und dementsprechend hattest du natürlich halt auch mit dem Samir zusammen ein Zertifikat diesbezüglich rausgesucht gehabt, was ihr dann gegebenenfalls handeln wollt. Genau, das ist das Zertifikat, das jetzt eingeblendet wird mit der Kennnummer MB4LEV. Hebel, wie immer, wir bleiben dann natürlich mit einer kleinen Position, oder wir planen dann eine kleine Position mit einem geringen Hebel 3,2 und einer Knockout-Schwelle von 107,44 US-Dollar. Ihr seht, da sind wir ein gutes Drittel fern von. Und wenn ihr den Trade dann sowieso ausführen wird, das erfährt man dann ja sowieso auch weiterhin bei Märkte und Trends. Genau. Hast du schon eine konkrete Idee, weil du hattest gesagt, Zahlen werden kommen. Wird es dann wieder so ein Einstieg vor den Zahlen sein, wie es beim letzten Mal gewesen ist? Nein, also das wird sicherlich früher passieren, weil wir haben ja gestern Allzeithoch in der Aktie gehabt. Das werden wir sehen, inwieweit sich das jetzt dann spielen wird. Das Ziel, wir haben ja hier einen Trendkanal, das kann man auch ganz gut sehen. Sollte die Aktie das also jetzt weiter verteidigen, dieses Allzeithoch, dann ist davon auszugehen, dass wir vor den Zahlen tatsächlich nochmal einen Schub bekommen würden. Und deshalb wird das auch zeitnah passieren, weil uns natürlich, wenn diesen Schub kurzfristig geben sollte, uns die Gefahr dann zu den Zahlen droht, wie bei den letzten beiden Quartalsberichten. Sollte das nicht der Fall sein, dann ist es sogar noch viel besser, weil dann mit den Zahlen durchaus dieser Schub kommen könnte oder eben kurz vor den Zahlen. Ziel wäre im Übrigen, man sieht es hier oben in dieser oberen Seite dieses Trendkanals, so rund 170 US-Dollar, also neue Allzeithochs bewirken in der Regel, dass wir hier erstmal so eine kleine Rallye bekommen. Alphabet ist aber keine Aktie, die dann riesige, großartige Rallyes produziert, aber auch klein und fein in dieser Konsolidierung, finde ich, ist sehr attraktiv. Zuletzt möchtest du noch einen Blick auf die Walt Disney werfen. Dort gab es ja auch immer wieder mal ein paar Themen, auch gerade was jetzt gerade den neuen Aufsichtsrat betrifft. Da gab es ja so kleine Meinungsverschiedenheiten zwischen verschiedenen Vorständen. Wie sieht die Disney denn jetzt allgemein noch weiterhin aus? Ja, also bei der Disney-Aktie ist so, wir hatten auch hier mal schon einen Trade gehabt, und zwar im Januar, Februar, der dann mit den Februarzahlen auch hervorragend aufgegangen ist, sieht man hier im Chart. Bei Walt Disney ist natürlich im Hintergrund, dass das Unternehmen sich jetzt relativ gut aufgestellt hat, dass es auch mit seinen Parks wieder sehr effizient ist, beziehungsweise die Gewinnmargen hier wieder steigen, dass natürlich bei Disney Plus auch die Verluste wahrscheinlich nach und nach abnehmen. Anlaufverluste sind immer höher, das muss man auch immer mit einem Plan. Je länger das Produkt da ist, desto effizienter wird das dann gemanagt. Disney also durchaus die Chance hat, hier in diesem Jahr besser zu performen als andere Aktien. Dann kommt noch dazu, ich habe es ja sehr oft schon gesagt, dass in den ersten drei Monaten vor einer Zinssenkung, wann immer die auch in den USA stattfinden wird,
konservative Werte besser laufen als Tech-Werte. Da sind wir wohl gerade dran, das umzusetzen. Walt Disney, wir sehen es hier bei mir auf dem Monitor, hat durchaus noch höhere Kursziele als das aktuelle. Das heißt also 127, 135, 140 Dollar sind hier durchaus in diesem Jahr drin. 127 sind wir nicht mehr so weit weg. Und es gibt noch einen zusätzlichen positiven Aspekt. Es sind ja aktivistische Investoren in dem Unternehmen unterwegs. Das wundert nicht unbedingt, weil die Aktie ja sehr günstig zu haben war. Wir haben ja im letzten Jahr immer darauf hingewiesen, bei Kursen um die 85 bis 90 US-Dollar. Jetzt ist es natürlich schon ein bisschen teurer geworden, ein bisschen in Anführungszeichen. Trotzdem ist es noch immer attraktiv für die aktivistischen Investoren, da unterwegs zu sein. Einer hat jetzt versucht, ins Board, also in den Aufsichtsrat des Unternehmens, zwei seiner Verbündeten einzuschleusen. Das ist offenkundig nicht gelungen, was allerdings für die Stabilität des Unternehmens spricht und auch für die Planbarkeit seitens der langfristigen Investoren. Und was durchaus auch wieder neue Investoren anziehen dürfte, dass die Stabilität im Management gegeben ist in dem Unternehmen. Ganz wichtig natürlich, um den derzeitigen Kurs fortzusetzen. Also es gibt durchaus einige Faktoren, die für die Disney-Aktie sprechen. Natürlich bleiben wir in dem Streaming-Geschäft auch, sag ich mal, auf einer interessanten Seite. Da ist sicherlich zusätzliches Wachstum für Disney zu generieren. Und positiv ist natürlich auch, das darf man nicht vergessen, dass der Schauspielerstreik in den USA letztes Jahr und vorletztes Jahr natürlich dazu geführt hat, dass man keine neuen Serien produzieren konnte oder weniger produzieren konnte, weniger neue Sachen in den Markt gegeben hat. Das gilt auch für Kinofilme im Übrigen. Und dass das ganze Geschäft jetzt wieder sowohl am Laufen ist, als auch, dass da natürlich zu prognostizierende Gewinne aus diesen neuen Produkten dann entsprechend Kursfantasie für die Aktie entfalten. Ja, dann danke ich dir soweit dafür, Andreas. Und bei uns geht es heute um 14.15 Uhr auf heavytraders.live weiter. Dort werden wir natürlich nochmal einen weiteren intensiven Blick auf die jetzt hier besprochenen Werte werfen, aber natürlich auch nochmal einen Blick in das Depot vom Märkte- und Trends-Team und welche weiteren Werte noch interessant sein können. Außerdem vielleicht nochmal einen Blick auf Rheinmetall, Hensoldt und Renk, da der Rüstungssektor ja auch gerade stark im Kommen ist. Von daher schaltet bei uns ein im Livestream auf heavytraders.live um 14.15 Uhr und seid auf jeden Fall mit dabei.